Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist ein Video, wie ich sie mir eigentlich immer gewünscht habe oder wie ich sie auch sehr, sehr oft schon gemacht habe. Und zwar, es ist total am Regnen. Es ist draußen total am Regnen, warte, das kann ich euch mal zeigen. Da, seht ihr? Es ist total am Regnen. Und zwar wollte ich einfach nochmal diese Zeit nutzen, um ein Video zu machen, was ich damals fast jeden Freitag gemacht habe. Und das war einfach mal reden. Diese Videos haben mir echt so viel, ich weiß nicht, das hat mir irgendwie so geholfen, auch vor allem so nah vom Alltag her, euch was näher zu kommen und überhaupt allen Abonnenten einfach mal zu zeigen, wie es halt gerade so bei mir läuft, ja, außerhalb der Vlogs, ja, wie es so zu euch steht. Und das habe ich damals halt fast jeden Freitag gemacht, oder es war, glaube ich, Montag sogar, Montag und Freitags habe ich das gemacht. Und es hat einfach voll Spaß gemacht. Und da habe ich mich auch einfach nur an dieses Fenster gesetzt und einfach nur mit euch ein bisschen gequatscht. Ja, für die einen oder anderen ist das natürlich wieder was langweiliger, ja, weil keine Action. Ja. Für die anderen ist es total die Entspannung, ja, weil jemandem zuzuhören, es kann auch irgendwie entspannend sein. Ja. Daniel wird natürlich meine Kettensägenstimme, so wie er es immer gerne sagt, die wird ihn wahrscheinlich abfacken. Aber ich meine, da hat ja jeder eine andere Vorstellung von. Ich kann mich aber ehrlich gesagt auch gerade einfach nicht entscheiden, wo ich die Kamera hinstellen soll. Ob ich die jetzt da lasse oder da hinstelle oder da hinstelle, ist auch scheißegal. Ich gucke eigentlich schon die ganze Zeit die Serie Sneaky Pete. Ich habe die gerade erst angefangen. Die ist ganz interessant. Ist bis jetzt zwar irgendwie noch nicht so viel passiert, aber ist irgendwie an sich eine sehr interessante Serie. Und zwar, Leute, diese Spinner hier, ne, die sind ja total, wie nennt man das, die sind total der Hit gerade, überall in Deutschland, Amerika, ich sehe überall welche damit in den Bus, ne, und ich habe mir erst gedacht, so, was ist das für eine Scheiße, ja, ey, aber ganz im Ernst, ne, das entspannt so dermaßen, vor allem das sieht voll cool auf der Kamera aus, aber das entspannt einfach so diese Teile zu balancieren und dann einfach die ganze Zeit mit so einem Bus zu chillen und so, und die drehen sich vor allem so lange, ich habe jetzt hier einen total geilen, und zwar so einen mit so einen Totenkopf drauf, in Türkis natürlich, total cool. Auf jeden Fall spiele ich damit schon die ganze Zeit. Das Tattoo ist übrigens, warte, ich kann euch, oh Gott, ich muss mich voll verbiegen. Das Tattoo ist übrigens total gut abgeheilt. Da sind zwar noch so ein paar Narben drauf, also das ist so ein bisschen vernarbt wegen der Kruste, aber sonst ist das echt perfekt abgeheilt. So, und zwar hatte ich, glaube ich, in diesem Video gefragt, was ihr euch denn mal wünscht. Auch geil war der Kommentar, du isst vor laufender Kamera eine Pizza, ist das dein fucking Ernst? Ja, natürlich mache ich das. Du hast viel mehr Aufmerksamkeit verdient, hat die Mini-Wiener auch geschrieben, doch das freut mich immer so, ne? Ich finde das so krass. Und die Laura, die Pommes-Lion oder Lien, die hat auch schon sogar einen neuen, so eine neue Logo-Idee gehabt für einen neuen Pulli oder ein neues T-Shirt. Die T-Shirts werde ich demnächst auch noch machen, da werden wir dann zusammen in einem Vlog wahrscheinlich dann in die Stadt fahren und werden das dann machen lassen, also uns eins ausdenken. Mit dem Johnny zusammen. Und die Hanna hat mich gefragt, was ich schon mal sehr interessant fand. Ich fände es cool, mal deine Meinung über Religion zu hören. Religion ist irgendwie sehr umstritten, deswegen will ich da jetzt auch nicht total das riesen Gesprächsthema draus machen. Aber für mich ist Religion etwas, woran Menschen glauben. Und das akzeptiere ich. Warum sollte ich das auch nicht akzeptieren? Ich finde es nur schlimm, wenn Menschen eine Religion haben und dann sagen, alle, die nicht diese Religion haben, sind scheiße oder die sind, keine Ahnung, die kommen in die Hölle und nicht in den Himmel oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ich gehöre keiner Religion an. Ich glaube halt nicht an Gott. Sagen wir es einfach so, ganz einfach. Ich glaube halt einfach nicht an Gott. Und ich meine, das machen ja viele nicht, aber ich meine, das ist ja nicht, da kann man ja einen nicht verurteilen. Ne? Ich meine, das ist ja so. Aber ich finde Menschen schön, also ich finde es schön, wenn Menschen einen Glauben haben, weil ein Glaube übertrieben viel Kraft geben kann.
Nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel, ihr liegt im Sterben oder so, oder man sagt euch, ihr habt keine hohe Überlebenschance. Dann fangen die meisten wahrscheinlich an, die an Gott glauben, zu beten, ich will das schaffen und so. Und dadurch, dass sie das glauben, also daran glauben, dass es diesen Gott gibt für sie, hilft es ihnen ungemein, körperlich und in der Psyche, dass sie das schaffen können. Und das baut halt übertrieben auf. Und deswegen finde ich es einfach schön, wenn Menschen glauben. Ich selber glaube nicht an Gott, aber ich glaube an andere Dinge, zum Beispiel das Schicksal. Und da gibt es ja so viele. Also ich mag eigentlich so voll die spirituellen Sachen, finde ich voll cool. Es ist echt so voll hippie-mäßig einfach. Und auch an Engel. Engel finde ich total schön, einfach daran zu glauben, dass es Engel gibt und so. Und ich meine, für nichts gibt es einen Beweis, dass es das gibt, ja, ein Gott oder Engel oder was weiß ich was, aber es ist einfach schön, diesen Glauben zu haben. Ich finde, jeder sollte an das glauben, was er will. Ich glaube, da darf man auch keinen einfach fertig, also da darf man keinen anderen diskriminieren oder fertig machen, nur weil er an einen anderen Gott glaubt oder so. Man sollte einfach die anderen glauben lassen an das, was sie wollen, und deswegen einfach keinen fertig. Ich finde das so krass, ne? So, wenn man sagt, ja, ich bin, ich weiß nicht, was gibt's denn da alles? Evangele, ja, und dann kommt ein Kathole oder irgendeine andere Religion und sagt so, ey, deine Religion ist scheiße. Das ist so unnötig und einfach ein sehr umstrittenes Thema, weil nicht jeder diesen Glauben hat und jeder an was anderes glaubt, wenn ihr wisst, was ich meine, irgendwie, irgendwo. Dann wurde ich noch ganz oft gefragt die letzten Tage, was eigentlich mit meinen Dreads ist. Also, wie lange habe ich die schon, wie lange sind die jetzt eigentlich? Die Ansätze sind halt voll rausgewachsen, ich mache die nur manchmal. Meine Mom hat mir die im Urlaub ein bisschen gemacht. Aber die sind halt so rausgewachsen, guck mal hier, wie lang das ist. Die sind halt alle rausgewachsen und ich bin halt einfach auch viel zu faul, die nachzuhäkeln. Es gibt immer diejenigen, die häkeln die sofort nach und so, aber ich habe da einfach keinen Bock drauf. Vor allem auch, wenn mir das extrem wehtut, das Häkeln. Wenn ich selber mache, ist das noch so ein bisschen okay. Meine Mama hat das total gut gemacht. Bei der tat das irgendwie gar nicht weh, aber das ist wahrscheinlich einfach, weil es meine Mom ist. Das ist was anderes. Aber als Cosima die zum Beispiel damals immer gehäkelt hat und so, das tat mir so scheiße weh. Ey, das war richtig krass. Oder irgendjemand anders, das tut mir so weh. Ich bin da echt voll die Pussy an der Kopfhaut, das ist voll krass. Lang sind die jetzt, ich habe die ja damals abgeschnitten, das ist ja jetzt auch gar nicht so lange her. Aber lang sind, ich will die jetzt nicht aufmachen, weil sonst kriege ich die nicht wieder zusammen. Die sind ungefähr hier, so schulterlang ungefähr. Und ich muss auch sagen, ich bin mit dieser Länge vollkommen zufrieden. Also, ich kann euch die sogar noch zeigen, wartet mal. Oh, weia. Guck mal hier. Guck mal, was ich hier habe. Das sieht aus wie so Gras oder so. Aber das sind meine Dreads. Das sind einfach die, ja, das sind die Enden, die wir halt einfach abgedingst haben. Guck mal, wie das aussieht. Voll krass. Und die waren halt, wir haben halt so ein ganzes Stück abgedingst. Also die Hälfte ungefähr habe ich jetzt an meinen Haaren. Die waren genau doppelt so lang, kann man sagen. Die gehen jetzt bis hier. Guck mal, hier habe ich einen. Wobei, der ist aber auch ziemlich weit hinten. Guck mal, der geht zum Beispiel bis da. Was mir halt aufgefallen ist, ich hatte ja diese Extensions drin oder Echthaar oder wie man das doch immer nennt. Deswegen habe ich die ja rausgemacht. Und was mir auffällt, die Extensions, also dieses unechte Haar, das ist so viel dünner als meine Dreads an sich. Das ist total krass. Ich habe so heftig dicke Haare. Das ist mir halt noch nie aufgefallen. Aber jetzt, wenn ich hier so, haben wir hier irgendwo ein... Hier oben zum Beispiel habe ich ganz dicke, hier oben. Guck mal, wie dick das Teil ist. Das ist einfach das ist so ein Rohr. Das ist total krass. Also ich habe voll die unterschiedlichen Längen auch, weil ich meine Haare nicht, sagen wir, ich habe die nicht in Topfschnitt gemacht oder so. Die waren nicht alle gleich lang, als ich meine Dreads gemacht habe, sondern die waren einfach komplett unterschiedlich lang. Ich hatte ja damals immer eine kurze Frisur und habe die einfach selber geschnitten oder so. Ich hatte immer so Palmen auf dem Kopf. Ich habe mir mit Gummi so Palmen gemacht und dann habe ich die einfach kurz geschnitten. Einfach oben abgeschnitten, die Palmen. Und dann hatte ich wieder eine Kurzhaarfrisur. Und so habe ich das die ganze Zeit gemacht. Und deswegen waren alle Haare unterschiedlich lang. Und deswegen sind jetzt auch meine Dreads alle unterschiedlich lang. Aber im Endeffekt liebe ich meine Dreads. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend wegen dem Häkeln. Meine Kopfhaut ist auch ganz oft, muss ich sagen, richtig am Arsch, ja, weil das, ich weiß nicht, wie ich das wegbekomme. Vielleicht kann mir das einer von euch mal, ich habe ja ganz viele mit Dreads in der Community, kann mir mal einer sagen von euch, wie ich dieses Jucken wegbekomme? Ich habe halt ganz oft, dass meine Kopfhaut voll juckt, weil die voll ausgetrocknet ist. Ich habe es jetzt versucht, ganz oft mit so Anti-Schuppen-Zeug, so damit die Kopfhaut was besser wird und so, habe das damit immer gewaschen, meine Kopfhaut. Das hat aber irgendwie nicht wirklich geholfen. Dann habe ich jetzt gerade, versuche ich es halt die ganze Zeit mit komplett ohne Shampoo, also nur Wasser zu benutzen, um die Dreads zu waschen. Aber ich merke halt auch, da bringt das jetzt auch nicht wirklich viel. Und es kommt halt immer wieder dieses Jucken, das ist total doof. Also habt ihr das auch alle, dass eure Kopfhaut manchmal voll juckt?
Oder habt ihr da irgendeine Idee, wie ich das wegbekomme mit irgendeinem speziellen Shampoo oder was weiß ich, was es da ist, irgendeine Massage oder irgendwas Besonderes, müsst ihr mir mal unbedingt in die Kommentare schreiben, weil da habe ich echt voll oft das Problem mit, dass das voll juckt. Das ist voll doof. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was ich sagen würde, was mich an Dreads stört. Im Endeffekt liebe ich meine Dreads, ich würde sie auch nicht mehr abschneiden. Ich wollte mir halt immer einen Dutt machen. Aber das hat nie funktioniert, weil meine Dreads einfach irgendwie immer zu dick waren. Und jetzt sind sie halt zu kurz, um es auszuprobieren. Ich schaffe es aber irgendwie nie, einen Dutt zu machen. Kann auch einfach daran liegen, dass ich ein Junge bin und einfach zu doof bin, einen Dutt zu machen. Aber okay, das ist eine andere Sache. Okay Leute, ich würde sagen, das war's. Das war ein kleines Quatschvideo. Wir haben heute, ich habe hier so einen Miniaturriss in meinem Display, da kriege ich echt die Krise. Das ist mir von so einer Höhe runtergefallen. Mit Schutzhülle. Und da ist so ein Miniaturriss drin. Auf jeden Fall haben wir heute Freitag. Leute, falls ihr euch das wünscht, schreibt mir am besten genau unter dieses Video für den nächsten Freitag eure Fragen, eure Gesprächsthemen, damit wir für den nächsten Freitag wieder irgendwas parat haben. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Die nächsten Vlogs werden natürlich kommen. Kann immer ein bisschen dauern, Entschuldigung dafür. Das liegt ganz einfach daran, dass ich immer nur Vlogs mache, wenn ich auch wirklich Lust habe und mir es auch wirklich Spaß macht gerade in dem Moment. Ich liebe es zu filmen, keine Frage. Aber manchmal gibt es auch einfach Tage, wie die ich immer ganz viel brauche, wo ich einfach gar nichts mache. Wo ich einfach nur im Bett liege, Musik höre, zocke, schneide, irgendwas. Aber einfach mal nicht aufnehmen. Ihr wisst, was ich meine. Einfach mal alleine sein Ruhe haben. Davon brauche ich irgendwie immer ganz viele Tage. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, Leute. Passt auf euch auf. Ich danke euch fürs Einschalten. Schreibt mir in die Kommentare. Das sieht irgendwie voll lustig aus. Schreibt mir in die Kommentare. Ja, Leute. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Yoshi. Ciao, Leute. Das ist der absolut krasseste Drink ever. Da steht jetzt übrigens Black Pommes drauf. Ist klar, ne? Ich will hier wieder kein Produktplacement machen.